So, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Zettel her. So, wir sind immer noch auf dem Hip-Hop Open in Stuttgart. Ich habe mir Fortune geschnappt. Alles klar bei dir? Ja, alles super. An meiner Seite ist jetzt Weekend. Servus. Hi. Wie geht's dir? Alles gut? Voll gut. So schönes Wetter. Super. Wir sind hier vorhin ein bisschen rumgelaufen, habe ich dir schon erzählt, und wir haben den Leuten Fanfragen über dich gestellt. So, und geil. Ich stelle sie dir jetzt auch nochmal und du darfst sie dann quasi auflösen. Okay, ich versuche nicht auf deinen Zettel zu schielen. Ja, du hast die Brille an, so ich sehe das eh nicht, wenn du es machst. Okay, ja, ich guck trotzdem nach links. Wir haben Fragen den Leuten gestellt, über dich. Und die Leute durften schätzen, raten. Also, die erste Frage war, wie viele Zaubertricks beherrscht Fortune? Oh, fuck. Zu viele. Keine Ahnung. Ungefähr, sag irgendeine Zahl. 12? Boah, schwierig. Weißt du selbst? Also, ich sag mal, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch mehr als jetzt. Spontan, so. Weil man muss die ja auch wiederholen. Sonst, wenn man eine Sache irgendwie macht, die unnatürlich wirkt, dann fällt das dem Gegenüber sofort auf. Deswegen muss man Zaubertricks immer wiederholen. So. Ich sag mal jetzt, wenn ich jetzt auf Anhieb jetzt sofort vielleicht 15, 20 und wenn ich zu Hause mal ein bisschen aufräumen würde, 150. Wow. Keine Ahnung, sammelt sich was an. Aber die muss ich lernen. So. Oder proben. Ist das wie Fahrradfahren, dass man das quasi einmal gelernt hat und dann nie wieder vergisst? Oder wie läuft das ab? Kommt drauf an. Also so die Grundelemente, sage ich mal, die vergisst du nicht, wenn du die sehr gut einprägst. Und halt einzelne Tricks, da hast du halt ein paar mehr Elemente, die dann da mitspielen. Entweder die übst du und du kannst die dann oder halt nicht. Und dann, also du musst dir deiner Sache sicher sein. So, deswegen. Also entweder du probst die Sachen oder du lässt halt bleiben. Ich habe, glaube ich, so, also ungefähr so wirklich 10, 15, in denen bin ich mir halt super sicher. So, die kann ich immer machen. Oder ein paar mehr, aber es kommt auf die Utensilien an, die ich dabei habe. Wie viel Geld hast du insgesamt schon für Zauber-Equipment ausgegeben? Boah, 2.000, 3.000. Krass, ja. Aber ich mache das ja auch schon ein bisschen länger. Also ich sag mal so über 4, 5 Jahre, 2.000, 3.000 kommt schon hin, auf jeden Fall. Und davon nutze ich vielleicht 20%. Aber so als Mann ist man ja immer ein Spielkind. Also der eine hat da seine Miniatureisenbahn im Keller und ich hole mir halt Zaubertricks. Super, also wenn es mit der Rap-Karriere nicht klappt, hast du immer noch die Karriere im Zirkus vor dir. Ja, genau. Nee, im Zirkus ja nicht. Im Zirkus, da werden ja Tiere dazu missbraucht, Sachen zu machen, ihr Fotzen. Das mache ich nicht. Und fangen wir einfach mit der ersten Frage an. Und zwar, wir haben den Leuten die Frage gestellt, bei welchem Battle-Turnier hast du haushoch verloren? Also im VBT hat er gewonnen, dann... Keine Ahnung, der RBA. VBT. Gegen wen? Ich sag mal ganz spontan Fortune. Weißt du auch mit wie vielen Punkten, oder? Ich habe das noch nie angeguckt. Ich kenne mich da gar nicht aus. Keinem. Du hast zweimal beim VBT mitgemacht. Einmal normale Edition, einmal Splash Edition. Ja. Komplett beides gewonnen, alles rasiert. Ja. Sehr gut, nächste Frage. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar, rasiert sich Fortune den Oberlippenbart oder wächst ihm da einfach nichts? Da wächst ihm einfach nichts. Der wird hart rasiert. Das ist auch das, so ziemlich das Einzige, was ich fast jeden Tag rasiere. Weil ich finde, wenn man das so ein bisschen stehen lässt, dann sieht das immer aus, als hätte man Schmutz irgendwie oben. Also den Pain kann ich auf jeden Fall mit meinem Milchgesicht nicht fühlen. Aber Toxic weiß bestimmt, wovon du sprichst. Ja, der ist ja auch eher untenrum bestückt, sagen wir mal. Ja, wir sind alle untenrum bestückt, aber dem wächst halt noch was im Gesicht, weißt du? Da gibt's auch so einen Witz irgendwie, das geht so, Papa, ich glaube, mich hat eine Ziege missbraucht. Mhm. Zweite Frage war, welchen Rapper kennt Weekend nicht? Niemanden. Sido. Tiger. Nee, wissen wir auch nicht. Scheiße, weil wir wussten mehr bei 3 Plus und den kennen wir nicht mehr. Ja, da so. Genau. Da so. Wie kam es dazu? Es war im Rahmen eines VBT-Battles. Ja, die haben. Vorher wurde mir vorgeworfen, dass ich immer nur sagen würde, dass ich andere Leute nicht kenne. Und dass das so das Einzige wäre, wie ich battlen würde. Ja, und dann habe ich halt in der nächsten Runde genau das gemacht. Trotz. Das ist meine Lieblingsrunde. Trotz. Es ging auch beim Splash gut ab. So, wir haben uns deinen Auftritt kurz angeschaut und sobald die ersten Töne angespielt wurden, alle Hände hoch.
So, war auf jeden Fall sehr cool. Das kommt immer cool. Wobei der Beat ist ja eigentlich so voll smooth und. Aber irgendwie funktioniert's. Vielleicht deswegen, weil es sich einfach dadurch abgrenzt. Kann gut sein. Ich mag das auch sehr gerne. Also, ist wie gesagt echt meine Lieblingsrunde von allen VBT-Runden, die ich gemacht habe. Das war eine. Ach, das war in seinem Lied. Ganz genau. So, ich kenne dich nicht. Oh, scheiße. Und kommen zur dritten Frage, und zwar die lautet: Welche Tiere hat Fortune original vor einer Schlachtung gerettet? Auf jeden Fall keine Pandas, was ich scheiße finde. Aber alles andere wahrscheinlich. Ein Hasen und ein Huhn. Die genaue Geschichte gibt es in den Annotations, hast du uns nämlich erklärt auf dem Splash mit Toxic. Genau. Da gibt es die Full Story. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Geschichte. Einfach mal anklicken, anschauen. Die dritte Frage war: Wie viele Features hat Weeknd auf seinem kommenden Selfmade Records Release? Also bestimmt einmal mit Crow, einmal mit Sam. Ich habe keine Ahnung. Schätzungsweise? Ich sag 4. Ich sag 2. Ich schätze mal 3. 3? Ja. Weißt du auch wen, oder? Kannst du es ungefähr abschätzen? Die Orsons, die sind ja auch bei Gym Parade. Ja. Ja, könnte noch da drauf sein. Crow nicht. Battleboy Basti, sein Kollege da. Aber sonst keine Ahnung. Weekend of Selfmade Records. Das ist schon mal falsch, dass er da ein Album rausbringt. Der bringt sein Album nämlich bei Gym Parade raus. Und das heißt. Sehr gut aufgepasst. Das heißt am Wochenende Rapper. 4. 17. Ich löse auf. Ich release mein Album über Shimperator. Mit 4 Features. 4 Feature-Tracks. Gerade diese ganze Shimperator-Geschichte kam sehr überraschend für viele. Warum hast du dich gerade für Shimperator entschieden? Auch weil die so nett sind. Nee, ich bin da gar nicht. Also, ich habe ja eh keine Ahnung. Und ich habe die freundlichsten genommen. Ja. Und die mit dem Geld. Einfach auch diese süddeutsche Mentalität. Freundlich sein, Geld bunkern zu Hause, sparen. Ich bin nicht süddeutsch, aber bestimmt. Ja. Ich habe gehört, es wäre ein Klischee, dass die Schwaben geizig sind. Bis jetzt. Also ich kriege Bier und alles cool. Sagt man den Schwaben auf jeden Fall nach. Geizig und fleißig, beides. Ja, aber dann haben sie es auch verdient. Wenn sie auch fleißig sind, finde ich es okay. Dann können sie auch Geld dafür bekommen. Sehr gut. Wir im Ruhrgebiet sind arbeitslos. Geizig und arbeitslos. Stimmt, du kommst aus Gelsenkirchen, ne? Mhm. Bist du auch Schalke-Fan dann? Ja. Dementsprechend? Ja. Großer? Nee, es geht. Also ich finde, es gibt so eine Grenze bei Fußball, wenn du nach dem Spiel, also wenn du verlierst und nach dem Spiel sagst, so eine Scheiße, der Abend ist für mich gelaufen, so eine Scheiße, nie wieder gucke ich Schalke. So, und wirklich nach Hause gehst und angepisst bist, ist affig. So, gucken, mitfiebern, sich freuen, wenn die gewinnen, cool, aber so, ich lasse mir halt nicht meinen Abend dadurch verderben. Und ich bin halt auch nicht so der krasse Fußballfachmann. Wie viele Bier hat Fortune auf dem Splash getrunken? 4 Kästen? 4 Kästen sind wie viele Bier? Was in einem? 16, 32? 16. Also pro Bar eigentlich. Also 16 Bars, dann pro Bar ein Bier. Boah. Insgesamt? Insgesamt. Komplette Zeit. Also ich sag mal nicht mehr als 30. 30, 40. Also ich habe eigentlich mehr Mischen getrunken. So. Ich liebe Gin Tonic, weil ich finde, das schmeckt nicht nach Alkohol. Magst du Gin Tonic? Gar nicht. Boah, was denn dein Getränk? So? Ich habe 3 Jahre als Barkeeper gearbeitet. So. Okay. Und ich war eigentlich nie so, ich war immer so der Biermensch oder Wodka Red Bull. Aber ich kann zum Beispiel nichts mehr trinken, was mit Cola zu tun hat oder mit Rum. Nee, so. ich hasse Cola, habe ich mir voll übertrunken. Und Wodka E kann ich auch nicht mehr sehen. Oh, da kriege ich das Kotzen. Aber Gin Tonic. Dann treffen wir uns nächstes Mal auf den Gin Tonic. Geil. So, dann auch komm. Wenn du das nicht magst. Ach, einmal geht immer. Aber du mixt mir eine. Sehr gut. Du hast ja die Erfahrung. So machen wir es. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar: In wie vielen Städten ist Weeknd auf seiner Tour zu Besuch? 4. Meinst du echt? Reicht nur für 4? Nee, ich sag mal 8. Das ist so Hannover, Stuttgart, Berlin, Köln. Gerade so die größten Städte genau abgedeckt. Ganz spontan 6. Ja, 16. 16? 16, ja. Okay. Ich würde sagen 12. Ich sag. Toll, dann war es schon die Antwort. Nee, war es leider nicht. Ich sag 9. 17. Ehrlich, das ist deine Standardantwort, weil du das eben schon gesagt hast. Nee, das sind halt echt 17 Städte. Ja? Ja. Wo fängt's an und wann genau? Es fängt an in Münster. Fängt's in Münster an?
So was weiß man. Wir könnten es nachgucken. Ich sage, es ist Münster. Okay. Hast du Support-Acts dabei? Ja. Fist und Purse Deasy. Das sind Freunde von mir und eigentlich kennt man die, glaube ich, auch inzwischen. Die sind toll. Ich mag die gerne. Das Interview mit Fist findet ihr auch in den Annotations. Mit Toxic vom Splash. Dein Video, dein Interview übrigens auch. Kann man sich einfach draufklicken und findet man alles zum Release, zur Tour, zum Chimperator Signing. Guckt euch das an. Jetzt kommen wir zur fünften Frage. Und zwar, an wie vielen Battle Contests hat Fortune teilgenommen? Also ich weiß nur von zwei. Beim VBT und beim Julian's Block Battle. Mehr weiß ich nicht. Also ja. Ich sag mal zwei. Boah, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so ungefähr. So viele? Was war das alles? RBA, Bar für Bar, MC Audio Battle, Rappers In, also VBT, VBT Splash, und dann habe ich noch mal ein paar anderen Contests teilgenommen. Wahrscheinlich nicht Battle-Geschichten. Also sagen wir mal 5, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Bestimmt habe ich irgendwas vergessen. Dieses Bar für Bar, war das nicht dieses Ding, wo man Eminem-Feature gewinnen konnte? Was dann total im Sande verlaufen ist, wo dann der... Das war das Ding, wo die Spasten da meinten, man könnte eigentlich 15.000 Euro gewinnen. Und dann am Ende meinten sie, sie könnten ein paar Scheine oft von der einen Seite vor der Kamera vorzeigen und das wäre dann ein Beweis für den Gewinn. Ihr Spastis, ihr habt voll gelogen, da gab's nichts. Also das wurde, ich sag mal so, also ich bin da ins Halbfinale gekommen und dann wurde das irgendwann auf Eis gelegt, weil das einfach ein riesengroßer Bluff war, der Scheiß da. Aber egal, ich reg mich ja nicht drüber auf. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was ist dein Lieblingsaccessoire? Das ist eine Sonnenbrille, das weiß ich, glaube ich. Keine Ahnung. Ich hoffe mal eine goldene Casio-Uhr. Eine Kette. Seine Sonnenbrille, ganz klar. Die Sonnenbrille. Ganz klar. Wie kam es dazu? Einfach zufällig hast du die einfach in deinen Videos getragen, weil die Sonne immer geschienen hat, oder? Es war halt wirklich so, ich habe im ersten VBT-Video habe ich die Brille nicht getragen, beim zweiten Video hat die Sonne geschienen, ich habe sie getragen, beim dritten Video hat die Sonne geschienen, ich habe sie getragen und ab dem vierten Video war es dann so, okay, ich setze sie auf. Wobei, das ist halt auch, finde ich, ganz cool, so, wenn du zwischendrin irgendwie ein Video drehst am Wochenende, du warst gestern trinken oder so, du kannst halt fertig aussehen, setzt die Sonnenbrille auf, alles egal. Ja, gerade wenn es auch so zeitaufwendig ist, das Ganze, ja. Ne, dann... Voll, auf jeden Fall. Also manchmal, zum Beispiel heute, ich bin schon aufgetreten und bin hier schon rumgelaufen und ich trinke Bier und keiner sieht, wie fertig ich bin. Gut, wir haben es ihnen jetzt gesagt, aber theoretisch wäre ich total frisch. Das wievielte Festival ist das jetzt diesen Monat bei dir? Diesen Monat? Ja. Was haben wir denn für einen Monat? Nein, wir waren auf dem Frauenfeld, wir waren auf dem Splash. Wo waren wir denn die Woche davor? Wo waren wir die Woche davor? Ich würde sagen, es war das beim Beezy Festival in Wien waren wir und es ist das vierte. Waren wir nicht, höre ich gerade. Das war noch im Juni. Keine Ahnung, es waren vier auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir kein freies Wochenende hatten vor dem Splash. Kommen wir zur nächsten Frage und zur letzten. Und zwar, zu welcher Crew gehört Fortune an? Scheiße. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung? Nee. Reimbude. Ein Wort, ein Statement und ich würde sagen, danke fürs Interview und viel Spaß auf jeden Fall noch. Ja, gleichfalls. Wird super. Wir gehen Gin Tonic trinken. Oh ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, mit welchen Größen des Raps diskutierte Weekend im Rahmen des Splash Festivals über Battle Rap? Oh, im Rahmen des Splash alles. Rap-Größen. Kendrick wird wohl schlecht sein. Was hat man ja immer von Deutschen denn da noch? Boah, das waren so viele, weil jeder war da. Ja, denke ich mal Motrip. Okay, das waren zwei Moderatoren. Oder einer, ich weiß, dass es Falk war. Und Steiger vielleicht. Steiger, glaube ich, ja. Und noch ein paar Rapper, aber die fallen mir gerade nicht ein. Mit Falk, mit Prinz P, mit Fortune und mit Drop Dynamic. Genau, das war auf der Lesebühne, gell? Ja, das war. Wie kam es dazu? Also wie wurdest du angefragt, ob du Lust hättest oder war das so ein spontanes Ding?
Nee, ich wurde angefragt, ob ich das mache. Und ich finde das irgendwie cool, weil diese Diskussion über darf man jetzt das und das Wort sagen oder darf man nicht, finde ich halt auch irgendwie voll lächerlich. Also du kannst das gar nicht verallgemeinern, weil je nachdem, wer es sagt, ist das halt auch voll unterschiedlich. Wenn sich Tyler, the Creator, hinstellt und 25 Mal das N-Wort sagt, sagen alle, ist witzig, so. Und in einem anderen Kontext, wenn der große blonde Junge kommen würde und das sagen würde, dann würden halt viele Leute, glaube ich, so ein bisschen zusammenzucken. Keine Ahnung, ey, ich finde es eh affig. Warum sagt man das? Das provoziert heute nicht mehr, das ist nicht cool. Und warum verbietet man Leuten, das zu sagen und provoziert so eine blöde Diskussion? Also so, weiß ich nicht. Ich finde, man könnte sich das sparen. Ich finde allgemein, so sich mal so bewusst zu machen, wo die Grenzen bei Battle Rap liegen, interessant, und darum fand ich diese Diskussion auch wirklich interessant. Diese Debatte um bestimmte Wörter habe ich im Vorfeld echt nicht gefeiert, muss ich sagen. Ich fand auch, du hast bei dieser Diskussion um die Pimpfline mit der Judenseuche, hast du auf jeden Fall ein sehr schönes Wort gesprochen, weil ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendjemand hat sich sehr darüber aufgeregt, dass er dieses Wort genannt hat, gerade weil sich das auf ein anderes Wort gereimt hat. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was das jetzt war. Du hast einfach einen schönen Satz gesagt. So, kannst du das nochmal, hast du das noch im Kopf, was du gesagt hast damals? Ich glaube, ich habe gesagt, es ging um das Wort Judenseuche. Ja, ganz genau. Und ich finde halt, Seuche ist bewertend, wenn man einfach nur sagen würde, genau. Jude, so Jude ist kein Schimpfwort, das ist eine Religion. Wenn du sagst Judenseuche, bewertest du damit halt Juden. Genauso finde ich bei der N-Bombe, sagen wir das jetzt oder sagen wir das nicht? Ich finde das völlig verwirrend. Finde ich halt, dass es nicht unbedingt bewertend ist. Klar wurde das in einem Kontext benutzt, der nicht cool war, so, aber du sagst damit ja nicht, alle Schwarzen sind oder ich mag Schwarze nicht oder so, sondern das ist halt einfach ein blödes Wort. So, da wird keine politische Aussage oder so getroffen und darum sagt, was ihr wollt von mir aus. So. Ja, gerade diese Diskussion ist ja gerade in den Medien so stark vertreten, was du sagen darfst, was du nicht sagen darfst. Aber das gibt halt auch voll vielen Leuten eine Bühne. Ich feiere das halt nicht, dass es so einfach ist zu provozieren. Also so hinzugehen und ein Wort sagen zu müssen und die Medien gucken und alle regen sich auf und keine Ahnung, das ist halt einfach so billig. Das ist billig, das zu benutzen, um die Aufmerksamkeit zu kriegen, und das ist halt auch billig, den Leuten so die Aufmerksamkeit zu geben. So. Wenn die das sagen, wenn das, keine Ahnung, das N-Wort ist ja bei vielen einfach so ein Standard-Adlib, wie damals bei West-Berlin Maskulin, sollen sie es doch einfach machen. Ich finde es nicht tragisch, ist aber jetzt auch nicht, was für mich einen Track cool oder schlecht macht. Und so. Na ja, cool, dann würde ich sagen, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute. Vielen Dank. Dankeschön für das Bier. Muss ich an dieser Stelle auch ganz ehrlich sagen. Und schönen Tag dir noch. Dir auch. Peace. Ich hab dir ja selbst ausgedacht, so. Ich weiß es ja. Ja, nee, du kennst deine Antwort. Ja. So. Also, wir übernehmen das Ganze jetzt. Wir sind Paddy und Jenny. Ja, Sonnenbrille darf ich aufsetzen. So, wir kommen jetzt zu Marteria. Welches Team unterstützt Marteria offiziell als Hauptsponsor? Also das ist jetzt besonders schwer. Ich würde sagen, er ist sehr Fußball interessiert. Ich würde sagen, die Rostocker Robben. Was sagt ihr denn dazu? Ja. Marteria hat jetzt auch ein ganz neues Projekt, da geht es um Wasser. Um Wasser? Ja, mit Viva Con Agua war er auch. Richtig, richtig. So, nächste Frage. Wie oft hat sich zum Glück in die Zukunft mindestens verkauft? Mindestens 100.000 Mal, weil er ist damit nämlich Gold gegangen. So, haben wir wieder was dazugelernt. So, ich soll anfangen, an eurer Stelle sollte ich eigentlich arbeiten. Was? Ich weiß alles. Wir gehen jetzt mal lieber zurück. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, wie war dein Name nochmal? Paddy. Und du bist Jenny. Cool, ich würde sagen, auf jeden Fall einen schönen Abend noch. Danke dir auch. Genieß deine Pommes und teile auch mit ihr. Mach ich immer. Okay, sehr gut. Dafür. Fame und High Five. Das müssen wir schon nochmal filmen. Sehr gut.